willkommen in Delas Hexenkessel. Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge des Delas Hexenkessels. Ja, mein Name ist Dela und ich habe ja schon angekündigt, hier in diesem Format werde ich so ziemlich all den Quatsch machen, der sonst nirgendwo reinpasst. Und deswegen dachte ich, ich erzähle euch mal ein bisschen über die letzten Monate. Denn das Jahr hat ja bei mir recht spannend angefangen. Die eingeweiht sind, wissen, Jonas war kurzzeitig Anfang des Jahres außer Gefecht gesetzt. Er ist aber soweit wieder fit, also ihm geht's halbwegs wieder gut. Von daher keine Sorge. Aber dadurch ist das Jahr gleich ein bisschen holprig gestartet. Mit Krankenhaus und Kur und Dela war alleine und das war alles ganz putzig und eigentlich überhaupt nicht cool. Aber wie gesagt, wir haben jetzt wieder einen mehr oder weniger gesunden Jonas und das ist alles, worum es geht. Aber die Tatsache, dass ich eben so viel alleine war, hat dazu geführt, dass ich eben auch einigen Quatsch gemacht habe. Und damit kommen wir auch gleich zur ersten Kategorie. Delateratur. So haben wir zum Beispiel für König, Bube, Dame, Gast das Format Family and Friends ins Leben gerufen. Und dafür habe ich halt auch schon die ersten paar Bücher mitgelesen. Nämlich unter anderem The Curator von Owen King, aber auch die Kurzgeschichtensammlung Magic Terror von Peter Straub und außerdem die Seelenwächter von Tabitha King und ja, das war's eigentlich bis jetzt erstmal. Chasing the Boogeyman von Richard Schismar. Wie gesagt, über diese Bücher werden wir demnächst reden, beziehungsweise werden wir im König, Bube, Dame, Gast schon geredet haben. An dieser Stelle kann ich aber sagen, zumindest den Owen King, der soll demnächst auf Deutsch rauskommen. Ich persönlich habe aber an der englischen Version massiv viel Spaß gehabt. Einfach aus dem ganz simplen Grund, dass hier die Sprachgewalt mir massiv gut gefallen hat. Wir hatten hier richtig schöne Sprachbilder. Wir hatten so ganz, ganz wundervolle Metaphern. Also, wenn ihr des Englischen mächtig seid und wenn ihr an blumiger Sprache Spaß habt, das könnte tatsächlich eine richtig große Empfehlung für euch sein. Ich habe auf jeden Fall schon mal wahnsinnig viel Spaß dran gehabt. Wenn ihr allerdings eher so für Inhaltsbücher lest, dann eher schwierig. Also inhaltlich ist es eher dünn, aber es hat eine ganz fantastische Art, mit Sprache umzugehen, an der ich sehr viel Spaß hatte. Den Richard Schismar, über den haben wir offiziell im Podcast noch nicht gesprochen. Deswegen werde ich das auch hier noch nicht tun. Aber auch dafür muss ich sagen, es ist überhaupt nicht das Genre, was ich normalerweise lesen würde. Aber es hat echt Spaß gemacht. Also, es war mal was anderes. Es war mal eine putzige Herangehensweise. Auch das könnte vielleicht ein Ding für euch sein. Ja, ansonsten habe ich natürlich die ganz normalen Stephen King Hausaufgaben gemacht. Wir haben Mr. Mercedes angefangen und werden darüber bald reden. Wir haben Dr. Sleep gelesen und werden darüber bald reden. Wir werden, wie gesagt, in Family and Friends bald über die Seelenwächter von Tabitha King sprechen. Dazu sage ich auch noch nicht viel. Außer vielleicht, ich fand das Buch am Anfang ganz furchtbar. Und je mehr ich davon gelesen habe, desto mehr Spaß hatte ich daran. Ja, die Kurzgeschichten von Peter Straub, Magic Tower. Sehr viel, sehr cooles Zeug dabei. Leider auch einiges, was ziemlicher Bullshit war, aber das bleibt nicht aus bei Kurzgeschichtensammlungen. Kann man aber auf jeden Fall machen, es ist kein rausgeschmissenes Geld. Bleiben wir gleich bei der Kategorie kein rausgeschmissenes Geld, aber auch nichts allzu Besonderes. Mein Jahr habe ich angefangen mit Tracing Time von Craig Childs. Ein Buch über so Rock, Felsmalereien und
Etchings, also Gravuren und sowas. Und ja, was sie eben sagen, vor allem wenn man sie im Kontext ihrer Fundorte quasi betrachtet und ihrer Kultur, in der sie entstanden sind. Ist jetzt nicht unbedingt mein Thema, war aber sehr entspannt, finde ich, erzählt und hat eben auch so diesen Geist der Corona-Zeit und diese tief empfundene Isolation für mich sehr schön mit eingefangen. Kann man also tatsächlich machen. Ich glaube, es hat immer mal so ein paar Momente, wo es kurz davor ist, ins Geschwurbel abzugleiten, aber es fängt sich tatsächlich immer noch rechtzeitig. Dann habe ich gelesen, von Alison Weir einmal Mary Boleyn, ja, relativ offensichtlich eine Biografie über Mary Boleyn, also die Schwester von Anne Boleyn. Interessant, weil das so ein Thema ist, von dem ich noch überhaupt keine Ahnung hatte. Und Alison Weir schreibt meiner Meinung nach immer sehr zugänglich. Dann hatten wir The Ring and the Crown, was auch zumindest in Teilen von Alison Weir mitgeschrieben worden ist. Da geht es, ist eine Kooperation mehrerer Autoren über königliche royale Hochzeiten und Ehen. Und ja, viel Quatsch dabei, aber ganz nett. Kann man machen. Also ich habe es tatsächlich wegen des historischen Teils in erster Linie gehört. Aber ja, kann man einfach mal machen. Historisch bleiben wir auch bei Woman at the Devil's Door. Das ist eine True Crime Geschichte über eine junge Frau, die noch Ehefrau und deren Kind ihres Geliebten umgebracht hat. Klingt jetzt an sich erstmal relativ unspannend, wird dann spannend, wenn man es in den zeitlichen Kontext setzt, nämlich frühes 19. Jahrhundert und dabei auch die ganze medizinische Kultur des Ganzen noch mit hinterfragt, nämlich einerseits, dass eben Frauen schwerste körperliche Gewaltverbrechen eher nicht zugerechnet wurden. Und aber eben auch, dass hier so Sachen reinfallen wie psychische Behinderung, aber auch Epilepsie und solche Dinge und wie diese kulturell und kriminologisch bewertet worden sind zur damaligen Zeit. Ziemlich interessant, wirklich nicht schlecht gemacht und auch tatsächlich kurz genug, dass es nicht allzu sehr weh tut. Ansonsten sehr viel Spaß hatte ich auch an Divine Might von Natalie Haynes. Ja, wer De La Terratur kennt, der weiß, dass ich Natalie Haynes verehre. Sie ist fantastisch. Auch hier wieder ein sehr schöner Überblick über die weiblichen Sagen und Mythenfiguren der Antike. Also von den Harpyien, von den Furien und so weiter und so fort. Kann man machen, hat Spaß gemacht, ist aber eben kein Deep Dive, sondern bleibt relativ oberflächlich, weil es sich eben auf mehrere Figuren konzentriert. Ja, oberflächlich bleibt auch Mark Forsyth mit einer kurzen Geschichte der Trunkenheit. In dem Falle hier das Hörbuch gelesen von Jürgen von der Lippe, ist innerhalb von ziemlich genau einem halben Tag zu schaffen. Relativ kurz, aber mein Gott, war das unterhaltsam. Hab wahnsinnig viel Spaß daran gehabt. Das kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr mit Jürgen von der Lippe klarkommt, wenn ihr Hörbücher generell mögt und wenn ihr eher einen humoristischen Ansatz für eure kulturhistorischen Themen wollt. Das hat wirklich Spaß gemacht, das kann ich echt empfehlen. Humoristisch geht's dann auch gleich weiter mit George Mahut und Life is a Beach. Das ist die Fortsetzung zu Mahuts Buch Every Day is a Holiday, wo er quasi all diese abstrusen, merkwürdigen Feiertage, also zum Beispiel, was weiß ich, den Tag des amerikanischen Käses oder irgendwie sowas, zelebriert und damit seiner Frau und seinen Kindern das Leben ein bisschen putziger gestaltet. Ich bin großer Fan von Mahut. Ich habe mehrere Bücher von ihm schon gelesen. Ich mag seinen Stil. Ich
habt einfach Spaß an seinen Sachen. Sie sind sehr kurz, sie tun nicht weh. Wenn man also immer mal zwischendrin, zwischen all den Horrorbüchern ein bisschen was Spaßiges braucht, ist Mahut auf jeden Fall die Adresse der Wahl. Dann bin ich mal wieder in das Loch mit Horror-Battle gefallen. Da habe ich einerseits gelesen Dwellings of the Damned. Das sind 15 Haunted Houses Stories. Also Kurzgeschichten über Geisterhäuser oder verfluchte Häuser und so fort. Ganz nett. Einige dabei auch wieder ziemliche Verrecker. Aber im Großen und Ganzen lässt sich das gut weghören, kann man machen. Auch sehr gut machen kann man The Call of the Old Ones, ebenfalls von Horror Babble. Das sind 35 Cthulhu-Mythos-Stories, wie die meisten Horror Babble-Sachen gelesen von Ian Gordon. Und hier muss ich sagen, habe ich richtig viel Spaß gehabt. Das ist halt quasi alles oder ziemlich viel, was so zum Lovecraft-Mythos, zum Cthulhu-Mythos gehört, was nicht direkt von Lovecraft ist, sondern nach Autoren geordnet, eben aus dessen literarischen Zirkel, sag ich mal. Da sind ein paar Klassiker dabei, da ist Bloch dabei, da ist verschiedenstes Zeug dabei. Aber da sind auch ein paar modernere Autoren dabei, aber eben immer so in Peripherie dieses Mythos. Und ich muss sagen, ich habe wirklich Spaß dran gehabt. Das ist eine richtig lange, richtig gute und richtig schön sortierte Sammlung. Und ich würde behaupten, das ist auch ein ziemlich guter Einstieg eben in die Randgebiete dieses Mythos. Also große Empfehlung an der Stelle. Auch von Horror Babble habe ich Fringes of the Mythos gehört, was so Kurzgeschichten sind, die im weitesten Sinne an den Cthulhu-Mythos angedockt haben, damit zu tun haben. Ja, nichts Besonderes, aber spaßig. Nette kleine Horror-Kurzgeschichten aus verschiedenen Zeiten. Macht Spaß, kann man anhören, tut nicht weh. Sehr viel Spaß hatte ich mit Weird Tales of Robert Bloch. Denn mit Robert Bloch, muss ich gestehen, habe ich bis jetzt so überhaupt keine Kontaktpunkte gehabt. Aber doch, ich glaube, da werde ich mich in der Tiefe mal mit beschäftigen müssen, weil er so ein bisschen die Tendenz scheinbar hat, oder hatte, er ist ja nicht mehr da, die vierte Wand zu durchbrechen. Ist cool. Ist irgendwie komisch, aber es ist irgendwie cool. Und dasselbe Phänomen mit der vierten Wand haben wir auch bei Hex. Ich versuche gar nicht erst, den Autorennamen auszusprechen. Der Autor ist wohl aus den Niederlanden. Relativ jung. Was man diesem Buch auch anmerkt. Es geht um eine Kleinstadt in Amerika, die eine Dorfhexe hat seit immer. Aber diese Dorfhexe ist halt weder unsichtbar noch irgendwas, sondern die läuft halt wirklich durch dieses Dorf. Das Problem ist aber, das Dorf kann niemand dann, der einmal dort wohnt, auf Dauer mehr verlassen, weil eben dieser Fluch dieser Hexe die Leute wieder an diese Stadt bindet. Und man kann aber eben auch nicht einfach sagen, ja, wir lassen das Dorf jetzt verrecken. Deswegen wird halt ab und zu neues Blut gebraucht. Das heißt, es werden auch dort weiter Immobilien vermarktet. Und die Menschen, die dann dort einziehen, stellen halt einfach fest, A, sie können nicht mehr weg. Und B, sie sind halt in dieser Welt der Geheimhaltung plötzlich gefangen und müssen mit dieser Hexe leben, deren Fluch eben als Damoklesschwert über diese Gesellschaft hängt. Und was mit so einer Gesellschaft passiert, ja, wenn sie ständig bedroht ist, das sieht man halt in diesem Buch. Es ist ganz nett, es hat sehr, sehr viele moderne Anleihen, aber ich glaube nicht im Sinne von, er wollte da gerne zeigen, wie modern er ist und das zeitlich einordnen, sondern er nutzt zum Beispiel moderne Technik wie Smartphones, wie YouTube, wie Vlogging und so weiter als Werkzeug für die Handlung. Und das finde ich dann tatsächlich schon wieder verzeihlich. Ja, also in der Hinsicht sehr viel Spaß gehabt, muss man wirklich sagen, war cool. Kann man auf jeden Fall empfehlen.
Und als letztes möchte ich noch über Simon Winchester reden mit dem Buch The Map That Changed the World. Das ist auch wieder ein Hörbuch, auch gelesen vom Autor, über die erste geologische Karte Englands. Und ja, eine Biografie dieses Menschen, der diese Karte eben entworfen hat, überhaupt erstmal das Prinzip Geologie entdeckt hat. Ein Mensch, der tatsächlich einige Wirren in seinem Leben durchleben musste, der von der geologischen und wissenschaftlichen Gesellschaft, die ja damals doch noch sehr klassengebunden war, ja, durch den Dreck gezogen worden ist, bestohlen worden ist, aber dann letztendlich doch noch seine gebührende Anerkennung gefunden hat. Das Buch selber rein thematisch ist Geschmackssache, aber ich muss sagen, es ist echt gut geschrieben. Es hat eine gewisse Art von Humor, die man mögen muss. Und Winchester scheint so eine Tendenz zu haben, so wissenschaftliche Themen, wissenschaftliche Biografien anzugehen und die auch eigentlich sehr liebevoll zu behandeln. Also ich lese ihn sehr gern. Ich werde auch demnächst wieder über ihn reden müssen. Und ja, kann man machen, ist ganz nett. Aber wie gesagt, rein thematisch Geschmackssache, ob man jetzt Spaß an Geologie hat. Aber es ist jetzt kein Fachbuch. Also es ist wirklich in erster Linie eine Biografie über eine tatsächlich sehr interessante Persönlichkeit. Gut, damit bin ich mit den Büchern dieses Jahres bis jetzt fertig und wir kommen zur nächsten Kategorie. Dela bastelt. Ich war fleißig, muss ich sagen. Ich habe einmal für den Freund Hendrian einen kleinen Sensenmann gebaut, so richtig mit abnehmbarer Kapuze und kleiner Sense aus Alufolie und so weiter. Ich habe Rosen gehäkelt, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ja, die sehen schön aus, aber ich glaube, ich habe für gehäkelte Rosen noch viel weniger Gebrauch als für echte. Aber der Proof of Concept war es wert. Dann habe ich festgestellt, dass so Tannengrün, Waldgrün und Gold offensichtlich eine Farbkombination ist, die mir sehr gut steht, denn ich habe einen Pullover, mehrere Tops und ein Kleid in dieser Kombination gehäkelt. Und ich bin zum Sticken wieder übergegangen, seit 100 Jahren mal wieder, denn ich habe einmal Flaggen für Delimastan bestickt, aber andererseits auch Oberteile, so ein bisschen in Zwiebelmusteroptik. Und das Beste daran ist, ich bin ja klein. Ich habe mir bei Amazon so ein Pack mit 23 Stofftaschentüchern gekauft. Die sind so 25 mal 25 cm lang. Und habe einen Teil davon eben als Bustier bestickt in, wie gesagt, Zwiebelmusteroptik. Und den Rest als Kleid tatsächlich als, ja, als langes Unterteil da dran genäht. Und jetzt habe ich ein richtig cooles Kleid und ich bin, glaube ich, ernsthaft verliebt. Ich finde das richtig cool. Ja, und ich befürchte, jetzt werde ich noch viel mehr Dinge sticken müssen, weil es ist nicht mehr so zum Kotzen, wie es früher war. Ansonsten habe ich mir letztens im Teddy eine lustige kleine schwarze Handtasche gekauft, die so aus Plüschfell besteht. Und dazu noch eine zweite, ja, so eine kleine Etui-Tasche, sage ich mal. Und habe die einfach zusammengenäht, habe die kombiniert, so dass ich jetzt eine Tasche mit einem Reißverschlussfach und einem normalen Hauptfach habe, wo ich all mein lustiges kleines Zeug reintun kann. Das finde ich ganz nett. Ich finde immer so billigen Kram ein bisschen für sich selber aufwerten, ist immer eine ganz hübsche Sache. Und im Sinne dessen habe ich auch gleich weitergemacht, denn beim Teddy gibt es ja auch diese lustigen plüschigen, fälligen Kissenbezüge. Und jetzt ist ja der Vorteil, ich bin ja wirklich klein. Das heißt, ich kann mir aus zwei solchen Kissenbezügen eine Flauschjacke bauen. Und genau das habe ich getan. Die habe ich innerhalb von einem Tag fertig zusammengenäht gehabt. Und das war eigentlich echt nett. Also das ging ziemlich gut. Ja, das Zeug fusselt wahnsinnig sehr.
Und ja, die ist halt auch echt dünn, diese Jacke. Also die ist in erster Linie für Dekorationszwecke und nicht unbedingt, um euch warm zu halten. Und ich gehe mal davon aus, dass das für einen normal großen Menschen auch nicht funktioniert. Aber für mich funktioniert's. Sie wird nicht ewig leben, die wird früher oder später auseinanderfallen. Alleine eben, weil diese Kissenbezüge nicht allzu wertig sind. Aber bis dahin habe ich ein kleines Bolero-Jäckchen, das ich zum Beispiel kombinieren kann mit den waldgrünen Tops, die ich da gebaut habe. Also ich bin sehr glücklich, das war eine sehr nette Sache. Und ich glaube, für insgesamt 6 oder 4 € oder so kann man das auf jeden Fall mal machen. Ich meine, wo kriegt man eine Jacke für 4 €, nicht? Gut, das wäre es dann auch mit dem Delabastent gewesen. Und ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Kategorie. Und sonst so? Ja, was ist sonst noch so passiert? Einige Dinge. Einerseits durch diese ganze Sache mit Jonas habe ich jetzt in Solidarität aufgehört zu rauchen. Ich entschuldige mich jetzt schon bei allen den Menschen, die unter meiner Laune gelitten haben und weiter leiden müssen. Es tut mir sehr leid, aber wir müssen da jetzt alle durch. Ansonsten habe ich ein bisschen Quatsch gekauft. Einerseits habe ich ein voll tolles neues Wollregal. Das finde ich super. Da habe ich meine Wolle nach Farbe sortiert. Der wundervolle Jonas hat mir das aufgebaut. Es ist ein 40-Euro-Regal von Temu, eigentlich gedacht als Schuhregal, aber um Wolle zu sortieren geht's auch prima, wenn man nicht so viel Wolle hätte wie ich, denn ich habe immer noch mehr Wolle als Regal. Aber egal, es ist immerhin schon mal ein Anfang. Ja, ich bin sehr glücklich, dass ich das gekauft habe. Gekauft habe ich auch neue Tarotkarten und neue Spielkarten und mein Gott, sind sie hübsch. Es ist so ein bisschen ein Tarot-Set in Cthulhu-Mythos-Optik. Sehr viele Tentakel, sehr viele lustige Menschen in Kapuzen und sehr düster, sehr, sehr hübsch. Ein echt nettes Set. Ich bin sehr glücklich, dass ich das gekauft habe. Ansonsten haben wir auch neue Fischis. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal geredet hatte. Wir haben ja ein Aquarium seit letztem Jahr und haben da nochmal eben ein bisschen neuen Besatz geholt. Einerseits ein paar Guppies, andererseits ein paar neue Dornaugen und die Dornaugen haben jetzt die lustige Angewohnheit, wie Spaghetti sich über unsere Heizung zu hängen im Aquarium und da fröhlich vor sich hin zu chillen. Das finde ich ganz putzig. Ansonsten habe ich auch schon die ersten Vorbereitungen getroffen für die Limastan. Ich habe ja schon erzählt, ich habe die Staatsflagge gestickt, aber ich habe auch Pflanzen vorbestellt. Dazu erzähle ich aber mehr, wenn die dann ankommen, denn die habe ich, wie gesagt, nur vorbestellt und schon vorbezahlt. Ankommen werden die dann Anfang Mai, wenn man sie dann auch wirklich schon direkt auspflanzen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass sie erfrieren. Aus Samen haben wir dieses Jahr gar nichts gezogen. Ich hatte dran überlegt, aber wir hatten einen ersten Batch gemacht und der ist uns leider verschimmelt. Und da habe ich mir gedacht, komm, sparst dir das. Wir probieren es dieses Jahr einfach direkt mit Pflanzen. Vielleicht haben wir damit mehr Glück. Ja, ansonsten habe ich noch ein bisschen mit diversen Medien Spaß gehabt. Einmal habe ich mir ein Dropout-TV-Abo gegönnt. Dropout-TV sind die Leute von College Humor. Die könnt ihr vielleicht noch kennen. Und die machen sehr lustige Sachen. Also das ist so ein klassisches YouTube-Abo für 4,99 €. Einerseits haben die halt so eine Dungeons and Dragons-Runde moderiert von, oder meistens moderiert und auch gespielt von Vernon Lee Mulligan, den ich tatsächlich mittlerweile enorm sehr schätze, weil ich ihn kennengelernt habe über Critical Role Calamity. Und fantastisch. Große, große Empfehlung, wenn ihr des Englischen mächtig seid, wenn ihr Spaß habt an so Rollenspielrunden. Das ist eine riesengroße Empfehlung. Es geht, keine Ahnung, 8 Stunden oder so lang. Und alles davon ist fantastisch. Es ist fantastisch erzählt, es ist fantastisch gespielt, es macht richtig, richtig Spaß.
Es ist richtig, richtig düster, aber richtig cool. Naja, und darüber habe ich eben Brennen Lee Mulligan kennengelernt als Dungeon Master. Und er spielt eben in seinem eigenen Kanal mit seiner eigenen Rollenspielrunde diverse Dinge. Die haben Fantasy High, wo sie eben so Jugendliche spielen in einem Fantasy-Setting. Sie haben aber auch zum Beispiel Crown of Candy, was ganz fantastisch war. Ich will nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall, das würde ich euch empfehlen. Dafür kann man sogar mal Geld ausgeben. Aber wie gesagt, wenn man Spaß an Rollenspielen hat und wenn man ein stabiles Englisch hören kann. Aber auch da gibt es noch andere Formate, an denen ich auch wahnsinnig viel Spaß hatte. Zum Beispiel Game Changer oder Actually, was so ein bisschen Quiz-Shows sind, beziehungsweise Game-Shows. Und Make Some Noise, wo eben diese Comedians, die sie nun mal sind, ja, Prompts bekommen, die sie vertonen sollen. Und das ist ein großer, großer Spaß. Ich habe da wirklich sehr viel Freude dran. Man kann das, glaube ich, auch relativ gut in einem Monat durchbingen. Also ich persönlich muss sagen, das war das Geld wert, das ich dafür ausgegeben habe. Das Geld wert, das ich dafür ausgegeben habe, waren auch die Spiele, die ich bis jetzt dieses Jahr so gespielt habe. Denn ich habe mir ja letztes Jahr schon Diablo 4 gekauft und habe auch da dieses Jahr ein bisschen weitergespielt. Ich habe Fable Dawn gespielt. Das ist so ein bisschen, ja, so eine klassische Städtebausimulation, aber im Märchenkontext. Also es gibt da Riesen, die rumlaufen. Es gibt geflügelte Schweinchen, die einen in den Mund fliegen. Echt süß gemacht, wirklich niedlich. Sehr hübsche Optik, sehr nette Mechanik. Es nervt überhaupt nicht, es macht echt Spaß. Kann ich sehr empfehlen. Und wo ich, glaube ich, auch die meiste Zeit bis jetzt reingesteckt habe, ist das Big Build Update von Khinsead. Ihr wisst, ich liebe Khinsead zu Tode. Und dieses große neue Update macht wirklich, wirklich, wirklich einen riesigen Inhaltssprung für das Spiel. Also ab jetzt muss ich sagen, fühlt sich's wirklich rund an. Ab jetzt fühlt sich's auch wirklich an, als hat man eine Agenda in diesem Spiel, als hat man Fortschritt in diesem Spiel und man hüpft nicht nur sinnlos durch die Gegend und angelt und freut sich, dass man Fischis hat, sondern jetzt hat man wirklich quasi ein Ziel. Das ist kein hartes Ziel, man kann das so langsam tippeltappeltur für sich verfolgen, aber es zieht einen halt einfach weiter durch das Spiel. Also dieses Update, riesige Empfehlung, wenn ihr Khinsead euch bis jetzt noch nicht besorgt habt und ihr steht so auf Farming-Spiele und Cozy Games und wie es alles heißt. Das ist meine persönliche Empfehlung des Jahres. Wahnsinnig viel Spaß dran gehabt. Richtig klasse, richtig gut. Kann man machen. Ansonsten kann man machen, da bin ich jetzt zurzeit wieder ein bisschen reingefallen. Ich spiele zurzeit wieder relativ viel Magic the Gathering Arena. Und wenn ihr da auch Spaß dran habt, könnt ihr mich ja mal adden. Ich werde den Nutzernamen dazu entsprechend mit in den Blogbeitrag verlinken. Da können wir mal eine Runde Karten gegeneinander spielen. Genau. Ja, das war's eigentlich in der Hinsicht. Ansonsten bleibt mir an der Stelle jetzt nur noch übrig, euch zu erzählen, dass ich in Bad Ems war mit dem Jonas. Das war ein sehr schöner kleiner Kurzurlaub. Es war sehr nett. Wir haben sehr viele liebe Menschen wieder gesehen, die wir seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen haben. Liebe Grüße an der Stelle nochmal und vielen Dank für die Gastlichkeit. Es freut mich immer wieder, wenn ich euch sehe. Genau, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Und dann kann ich euch nur noch erzählen, ja, Dela Saster Productions besteht ja nicht nur aus mir, sondern auch aus ganz vielen anderen lustigen Menschen, zum Beispiel dem Hendrian und dem Armin. Der Hendrian und der Armin haben zum Beispiel den RSS-Podcast, einen Podcast über Wetter und Meteorologie. Kann ich euch sehr empfehlen, hört da mal rein, macht sehr viel Spaß, vor allem für so Idioten wie mich. Außerdem haben wir mit dem Hendrian Radio Balkonistan mal wieder reaktiviert.
Auch da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Das könnte auch euren Geschmack treffen. Da macht Henry ein Zeug. Also einerseits er gärtnert, andererseits er kocht Seife, er baut sich selbst Deo, er macht sich Teemischungen. All den Blödsinn, den ihr euch vorstellen könnt. Ihr müsst nur wissen, das sind keine aktuellen Folgen. Die sind irgendwann mal 2016 oder so entstanden. Wir haben die jetzt nur neu vertont und nochmal hochgeladen. Aber da könntet ihr, glaube ich, Spaß dran haben. Also hört da mal rein, das ist vielleicht was für euch. Gut, das war's an dieser Stelle. Und weil Schlafdela viel klüger ist als ich, übergebe ich zum Abschied das Wort in die letzte Kategorie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Dela. Oh Gott, nochmal. Mann, Alter. Dela kennt Erkenntnisse eines Schlafbildners. Vorsicht, großer Kocher. Großer Kocher ist ja kurzes Kabel, also Vorsicht. Wann ich mein Auto unten im Garage einschlafen? Noch ganz draußen, okay? Das ist in der Tat eine spannende Frage, aber wenn es war es natürlich. Erschreck dich heute nicht. Ich glaube, du musst nach Aufstehgefühl aufstehen. Den Flügel scheint runtergeworfen zu haben. Okay? Nicht ganz so schnell, dann schubst du mich immer eins weiter, weißt du. Und deswegen falle ich dann immer um, oder so. Augen rum. Ja. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, woher wir uns gehen. Es ist sehr schön, dich wieder zu sehen. Ich denke, das ist das doch alles morgen, das ist doch alles nicht heute gepasst. Also ich meine, ich wollte jetzt nicht einen fremden Mann anfassen, das würde ich damit sagen. Große, faszinierende, böse Raubfische. Aber kleine Dela ist hier zu fix. Gefischt.